Hey Leute, ich bin's wieder, euer Dominik, hier aus dem Fitnessclub in Fellbach. Und zwar möchte ich euch heute ein Thema präsentieren, das euch sicherlich geläufig ist. Und zwar befinden wir uns in einer Zeit, in der es einfach immer häufiger irgendwelche Rückenbeschwerden gibt, sei es wegen einem Bürojob oder irgendwie, wenn jemand jeden Tag schwer heben muss, etc., gibt es eben im heutigen Alltagsleben, Berufsleben immer mehr Probleme mit dem Thema. Und wenn ich morgens aufstehe, sage ich euch auch ganz ehrlich, dann muss ich mich erstmal ein bisschen hier recken und strecken und vielleicht mal ein bisschen drehen, bis bei mir alles eben geschmiert ist und beschwerdefrei läuft. Und deshalb will ich euch heute eben 3, 4 Übungen zeigen, wie ihr euch erstmal eure Wirbelsäule mobilisieren könnt, euch ein bisschen besser eben in den Tag begeben könnt, und eben dann will ich euch ein paar Übungen zeigen, wie ihr eure Rückenmuskulatur kräftigen könnt, um letzten Endes eben beschwerdefrei euren Tag durchzustehen. Ich fange jetzt an mit einer Übung zur Mobilisation der kompletten Wirbelsäule. Und zwar gehe ich jetzt hier hin, umfasse mit meinen Armen meine Knie, so. Den Kopf nehme ich dabei zu den Knien und fange jetzt einfach mal an, komplett über meinen kompletten Rücken rumzuwippen. Die Übung nennt sich die Rückenwippe. Die dehnt jetzt zum einen unseren Rückenstrecker. Entlastet aber auch unsere Bandscheiben. Ich finde es einfach ganz angenehm, wenn ich auch so ein bisschen auf meinen Muskeln, auf meinen Rückenmuskeln so rumdrücken kann, rumrutschen kann. Das ist auch so wie so eine kleine Eigenmassage. Das einfach mal ein bisschen machen. Jetzt habe ich meine Wirbelsäule mobilisiert, meine Muskulatur ein bisschen vorgedehnt, ein bisschen entzerrt, und jetzt zeige ich euch einfach ein paar Übungen, wie ihr euren Rücken kräftigen könnt. Ohne Hilfsmittel, nur mit einer Gymnastikmatte. Übung 1. Legen wir uns jetzt einfach mal auf den Bauch und fangen an. Die Übung nennt sich jetzt der Kraulschwimmer. Ich nehme meine Arme jetzt nach vorne und meine Beine nehme ich auch in die Luft und fange jetzt einfach mal an, wechselseitig nach oben und nach unten zu gehen. Moderates Tempo. Und die Übung beansprucht jetzt den kompletten Rückenstrecker. Von oben bis unten, bis in die Ansätze. Durch den Beinschlag geht das Ganze weiter über den Po, über den Beinbeuger und durch den Armzug hier vorne, eben auch in den Deltamuskel, in den Trapezius. Wirklich gute Übung erstmal, um den kompletten Rücken zu beanspruchen. So, als Variation zeige ich euch jetzt auch einen Kraulschwimmer, aber nur für den Armzug. Etwas sehr gute Schulterübung und für den Trapezius. Und zwar haben wir jetzt immer, wir haben jetzt hier die Füße auf dem Boden, bleiben auf dem Boden. Die Arme nehmen wir nach vorne, vom Boden abgehoben. Kopf zeigt bei diesen Übungen immer Blickrichtung zum Boden. Und jetzt gehe ich mit einem Arm nach hinten. Dabei bleibt der Ellenbogen unser höchster Punkt. Etwa bis die Hand unter dem Ellenbogen ist. Und dann wieder nach vorne. Das Ganze wechselseitig. Wer diese Beweglichkeit jetzt nicht haben sollte, der kann es auch einfach mal versuchen, ohne den Ellenbogen jetzt so nach oben zu nehmen und einfach mal das ein bisschen
waagerechter auszuführen. Wer aber die Beweglichkeit hat, soll es ruhig so machen. Eben wirklich darauf schauen, Ellenbogen hoch, bis Hand unter dem Ellenbogen ist und dann wieder nach vorne. Seht ihr, das ist eine sehr anspruchsvolle Übung. Reden ist nicht so einfach währenddessen. Okay. Das Ganze könnt ihr mal versuchen, eine halbe Minute oder eine Minute. Oder macht eine Wiederholungszahl. Ganz egal. Probiert es einfach mal aus. Als nächste Übung zeige ich euch jetzt einen Stand in Rückenlage. Und zwar ist unsere Ausgangsposition. Jetzt hebe ich meinen Arsch vom Boden ab, bis eben hier der Körper eine Linie bildet. Da habe ich jetzt hier erstmal Spannung im Rückenstrecker, im Po und im Beinbeuger. Das ist erstmal schon mal eine statische Belastung. Und jetzt kann ich eben noch anfangen, wechselseitig ein Bein abzuheben. Dabei halte ich die Spannung in der anderen Seite, gleiche das aus. Ist auch zudem noch eine Gleichgewichtsübung. Ja, ich versuche das Ganze ohne auszuweichen. Also nicht irgendwie hier nach links oder rechts ausweichen. Das Ganze kann ich jetzt noch in der Armhaltung variieren, denn je mehr Auflagefläche ich auf dem Boden habe, desto einfacher wird das Ganze natürlich. Hebe ich jetzt hier also meine Arme ab, wird das Ganze schwerer. Und wenn das jetzt noch nicht genug ist, der kann weiter variieren und kann zum Beispiel jetzt hier noch den Fuß unter dem anderen durchstrecken. Das Ganze auf der anderen Seite. Das heißt nach vorne, runter, eindrehen und so rüber. Aber immer die Spannung halten. Genau, das Ganze auch wieder entweder auf Zeitdauer oder eben mit einer Wiederholungszahl. Und wir sehen uns jetzt gleich wieder bei der letzten Übung. So, jetzt die letzte Übung. Die letzte Übung, Freunde, die kennt ihr schon, aber ich möchte sie euch ans Herz legen, weil die könnt ihr völlig unabhängig des Leistungsniveaus oder Altersniveaus durchführen. Übung für jedermann, jedes Geschlecht, ganz egal. Und die Übung nennt sich jetzt wieder voll toll und wichtig, VTOW. Wie gesagt, habe ich euch schon mal in einem Video gezeigt, möchte ich aber nochmal vorführen. Eben Beine liegen gestreckt auf dem Boden und ich fange an mit einem V. Da sind die Arme jetzt erstmal gestreckt in V-Form. Danach geht das über zu einem T. Jetzt mache ich ein U, dabei zeigen die Daumenspitzen nach oben und zu guter Letzt das W. Bei den ganzen Buchstaben habe ich jetzt immer unterschiedliche Anteile des Trapezius, Delta-Muskels, Schulterblattmuskulatur, Schulterrotatoren, habe ich alles mit drin, auch der Nacken, der Rückenstrecker wird noch mit beansprucht. Also so gut wie den kompletten Rücken kann man damit kräftigen. Wieder hier Blickrichtung hin zum Boden, ganz wichtig. Das Ganze könnt ihr jetzt entweder wieder mit einer Zeitdauer machen oder macht mal meinetwegen 10 Durchgänge, haltet diese Position 3-4 Sekunden. Merke ich einfach immer VTUW und das immer wiederholen. Und dann werdet ihr sehen, könnt ihr innerhalb von wenigen Wochen mit diesen Übungen ohne Hilfsmittel eure Rückenmuskulatur kräftigen. Habt letzten Endes weniger Beschwerden oder weniger Probleme. Und ich denke, das hilft jedem Menschen weiter, egal wie alt, wie schwer, ganz egal.
Wenn euch die Videos gefallen, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Ich werde hier oben jetzt noch ein Video einblenden, das ihr auch völlig ohne Hilfsmittel durchführen könnt. Und wenn euch der Channel gefällt, dann abonniert doch bitte. Und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ciao.